Was geht und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video möchte ich mit euch über ein neues Bundle reden, was für die Xbox One S rauskommen wird und was das so kosten wird und so weiter. Das erzähle ich euch alles in diesem Video. Bleibt bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, lasst auch auf jeden Fall ein Abo da, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, was Fortnite betrifft. Ich weiß, ich mache in letzter Zeit ein paar De-Abos und so weiter. Alte Leute deabonnieren, weil sie meinen Content nicht mehr interessant finden. Ist auch okay so, aber wenn ihr ihn interessant findet und eh meine Videos immer schaut, dann lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Ansonsten vergesst nicht, meinen Creator-Code einzugeben, Mette-8, um mich kostenlos zu unterstützen. Dann fangen wir jetzt einfach mal direkt mit dem Video an. Viel Spaß! Ja, wie ihr auch schon eben hören konntet, geht es um ein neues Bundle für die Xbox. Und was das Ganze beinhalten wird, das erzähle ich euch in diesem Video. Wir bekommen auf jeden Fall einmal die Xbox. Und die Xbox wird in so einer lilanen Variante sein. Zumindest sieht es auf den Bildern so aus. Ich weiß nicht, ob das nur wegen dem Fortnite-Thema so ist oder wegen dem Fortnite-Skin oder ob dieses diese Xbox ganz normal so ist. Aber, ja, auf jeden Fall kriegt ihr die Xbox One S. Das Ganze wird auf jeden Fall $300 kosten, also ungefähr 299 € und $299, da wird sich nicht viel ändern. Aber was ihr dafür bekommt, das klären wir jetzt einmal. Und zwar kriegt ihr einmal die Xbox One S, selbstverständlich, mit einem Controller. Dann kriegt ihr dafür nochmal ein Jahr Xbox Live Gold, also das ist sowas wie PlayStation Plus, damit man halt online spielen kann. Ich glaube sogar auf der Xbox braucht man trotzdem kein Live Gold, damit man Fortnite spielen kann. Nichtsdestotrotz kriegt ihr es trotzdem, ist cool und ja, geile Sache. Die Xbox One S hat 1 TB, ist 4K kompatibel, aber jetzt kommen wir eigentlich zu den Fortnite-Dingen, die euch auf jeden Fall interessieren und die viel, viel wichtiger sind. Ja, darum soll es hier gehen. Ich muss dazu sagen, Leute, es wurde noch nicht offiziell bestätigt, aber den Leaks sozusagen, den Leaks nach, ist das auf jeden Fall handfest und da wurden schon einige Sachen gefunden. Und deswegen mache ich dieses Video hier auch. Auf jeden Fall kriegt ihr einen Skin und zwar den Recolored Vertex Skin. Also den Vertex Skin, den kennt ihr, der ist orange und ich glaube, das war der orangene Skin. Und den haben sie einfach nochmal lila gemacht und den nochmal als Bundle damit reingetan. Dann Forerunner, ein Gleiter, der wurde auch wieder, da wurde auch die Farbe geändert, auch lila gemacht worden. Dann einmal nochmal den Razor Edge, also die Spitzhacke von dem Vertex Skin und die wurde auch ebenfalls lila gemacht. Man kriegt dazu noch sogar V-Bucks geschenkt. Ist klar, bei jedem exklusiven Bundle gibt es irgendwie V-Bucks dazu und ich denke, es werden wieder so 1500 V-Bucks sein. Eigentlich wie immer, oder 1200, ist nicht so, ist jetzt nicht so wild, diese 300 V-Bucks. Ist aber auf jeden Fall cool zu wissen, dass man noch V-Bucks dazu bekommt. Eure Meinung gerne mal in die Kommentare, aber wie gesagt, ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich hab's gelesen, es waren noch einige Leaker, die das sozusagen auch wieder geteilt haben und gesagt haben, ja, das stimmt, aber so zu 100% kann ich es euch nicht bestätigen. 99,9% bin ich mir sicher und diese Quellen, die ich sozusagen habe, haben mich noch nie enttäuscht. Eure Meinung gerne mal in die Kommentare, wie findet ihr es eigentlich, dass Fortnite oder Epic Games immer noch weiter exklusive Bundles raushaut für irgendwelche Konsolen, die bald abgelöst werden. Ich meine, für die PlayStation jetzt nochmal ein exklusives Bundle zu bringen, macht keinen Sinn, denn angeblich soll der nächste Jahr schon die PlayStation 5 rauskommen und wir haben ja nur noch ungefähr 6 Monate. Xbox hat schon das dritte Bundle gefühlt, für also ein exklusives Bundle, was ich auch irgendwie nicht verstehe, aber okay, sei mal dahingestellt. Und eure Meinung zu diesem Bundle gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, Leute, wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen möchtet und auf jeden Fall 15 € V-Bucks gewinnen möchtet, dann lasst auf jeden Fall jetzt ein Like da. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, ganz, ganz wichtig. Ansonsten auch die Glocke aktivieren, falls ihr mal die Abo-Box spinnen sollte. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, Leute, ganz, ganz wichtig. Tragt meinen Creator-Code im Gegenstandshop ein, Mette-8, ist auch komplett kostenlos für euch, das ist auch ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten, schreibt das Ganze in die Kommentare und schickt mir ein Bild davon auf Instagram. Mette-8YT heiße ich dort und ich antworte auch wirklich auf jede einzelne Nachricht von euch. Gönnt euch einfach, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.